So, wunderschönen guten Abend hier aus der Zeche Karl, von der großen Bühne, also nicht von der großen Bühne, mit Blick auf die große Bühne, die schon vorbereitet ist für ihn hier, für Jens-Heinrich Klaassen. Hallo. Heider. Hallo Sandra. Wie geht's dir? Gut, also den Umständen entsprechend. Ja. Ich freue mich total, jetzt gleich mal, wenn auch ohne großes Publikum, auftreten zu dürfen. Das kommt ja gerade nicht so oft vor, deswegen bin ich sehr glücklich darüber. Was hast du denn gemacht eigentlich in der auftrittsfreien Zeit? Geschlafen habe ich primär. Also die ersten Wochen konnte man ja gar nichts machen. Also ich habe mich schon sehr an die Regeln gehalten. Was für mich doof ist, ist, dass ich ja sehr alleine bin. Und das ist natürlich so eine Zeit, wo man dann auch Kontakt meiden soll, muss zu Menschen. Das ist natürlich noch schwieriger. Ich bin also so ein bisschen vereinsamt. Oh nein. Und meine Haare wachsen lassen. Es steht hier ausgezeichnet. Sieht super aus, oder? Also ich bin ein sehr schöner Mann geworden. Liebe Freunde, nehmt euch ein Beispiel. Ja. Was macht man? Entwickelt man neue Hobbys gegen die Einsamkeit? Hast du viel gepuzzelt? Ist irgendwas? Ich bin ja auch schon so ein bisschen Nerd und ich habe einen HTML, CSS und JavaScript-Kurs belegt, so einen Online-Kurs, und habe gelernt, wie man Webseiten erstellt und habe jeden Tag stundenlang, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so einsam geworden, ich habe immer vom Rechner gesessen, nächtelang, und habe gelernt, wie man Webseiten programmiert. Ist das so ein zweites Standbein? Ich glaube, dafür bin ich nicht gut genug. Nein, das ist nur einfach. Ich habe einfach alles vergessen um mich herum und bin aber dadurch, weil natürlich ist das auch nicht sehr kommunikativ, noch mehr vereinsamt als vorher schon, weil ich nichts gemacht habe. Oh Mann, das klingt ein bisschen traurig. Aber umso besser, dass es heute wieder so ein bisschen losgeht auf der großen. Ja, du bist da Bühne und hier Dings und Bums sind da. Das ist doch super. Ich freue mich wirklich. Oder? Ja, das ist toll. Ist so eine Zeit, so eine Krisensituation wie jetzt gerade, ist da Humor hilfreich? Also wie gehst du damit um? Bist du privat? Ich glaube schon, ja. Also es ist natürlich, natürlich ist es wirklich eine doofe Situation. Und da hilft auch Humor nicht immer, weil ich bin jetzt bis auf ein, zwei Auftritte in Autokinos, ich hatte meinen letzten Auftritt am 13. März, also das hatte ich noch nie. Und natürlich gibt es da Tage, wo man auch wirklich keinen Bock mehr hat darauf. Aber generell glaube ich, zwischendurch auch darüber zu lachen und auch mit Kollegen zu telefonieren und einen schwarzen Humor zu entwickeln, hilft da schon, ja. Du spielst ein Soloprogramm, ich komme schon klar, eigentlich gerade. Ich glaube, heute gibt es so eine wilde Mischung. Oder? Es gibt so ein Best-of, könnte man sagen, ja. Okay. Es sind auf jeden Fall Sachen aus dem aktuellen Programm dabei. Mhm. Es sind aber auch Sachen aus früheren Programmen dabei, weil ich dachte, Mensch, wenn ich schon mal hier eine Dreiviertelstunde lang auftreten darf und streamen darf, dann möchte ich aus dem ganzen Paket quasi schöpfen und Sachen singen und erzählen. Ich habe ein bisschen deinen Pressetext gelunkert. Es geht grob darum, dass du sagst, hey, der Durchschnitt ist gar nicht so schlecht. Was ist da dein Credo? Ja, das war das Programm davor. Das war dieses 13 Zentimeter. Also, aber auch das, auch daraus spiele ich Sachen. Ich bin ja schon sehr alt. Es gibt viele Programme. aber dieses Thema liegt mir auch immer noch am Herzen. Denn ich finde, wir leben in so einer Welt, in der immer alles schneller, besser, weiter und so sein muss. Das finde ich, muss gar nicht sein. Also ich finde, man kann sich auch zufrieden geben damit, dass man sagt, Mensch, ich bin gut so, wie ich bin. Also jetzt nicht nur ich, sondern auch allgemein die Menschen. Man muss nicht immer nach dem Allerhöchsten streben. Ja, du bist auf jeden Fall super, wie du bist. Wie ist denn das? Habe ich schon gesagt, oder? Also, ja, danke schön. Wenn ihr das auch findet, übrigens, wollen wir mal so einen Aufruf machen? Du sagtest, du bist so einsam. Ja. Okay. Also es gibt, ich bin wirklich einsam. Ich sage es auch nachher noch auf der Bühne relativ oft. Also ihr werdet es nicht vergessen können. Aber wenn mir schreiben möchte, ich habe extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Nein, hör auf. Das ist selbstverständlich. Du hast wirklich eine E-Mail-Adresse eingerichtet? Ja, einsameherzen@jensklaassen.de. Klaassen mit CL2A2SEN.de. Okay. Da kann man mir schreiben und dann vielleicht könnt ihr die auch nachher einblenden, dass die Menschen dann... Also, ja, wenn da was draus wird, dann musst du uns unbedingt Bescheid geben. Sofort. Ich sage euch sofort Bescheid. Und sobald man wieder Partys machen darf, feiern wir dann hier eine riesige Party mit meiner dann Freundin oder Freund. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Hauptsache nicht mehr alleine. Ihr werdet auch geheiratet haben. Wir ziehen es durch. Das komplette Programm. Ja klar. Ich bin jetzt 43. Ich werde dieses Jahr noch 44. Das heißt, die Uhr tickt. Also wird dann, ich würde sagen, man lernt sich kennen und dann so 4-5 Wochen später müsste dann auch schon eine Hochzeit stattfinden. Ja. Also wir wissen, wie der Plan aussieht. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das klingt einigermaßen interessant für mich. Das Problem ist, ihr habt jetzt Gelegenheit quasi, den Jens kennenzulernen. Jens kann euch noch nicht kennenlernen, aber ihr könnt die nächsten 45 Minuten dazu nutzen, euch das mal aus der Nähe anzugucken und zu entscheiden, reicht es für eine Hochzeit oder nicht. Ja. Ich würde sagen, du steppst schon mal runter auf die Bühne. Ja, ich spiel's jetzt schon, aber das liegt wahrscheinlich auch an diesem großen Fernseher. Wahnsinnig heiß, das kann ich wirklich sagen. Wir haben hier, die Sonne knallt auf uns hinab. Alles, Sonne, Scheinwerfer. Und, Also ich würde sagen, ich schicke dich mal hin. Runter auf Gerne. Die Bühne. Ich gehe runter. Dann geht's gleich los. Du kannst ganz gemütlich lostapern und
tschüss, bis gleich. Und ich habe nochmal Gelegenheit, zu zwei Dingen aufzurufen. Schreibt doch einfach dem Jens gerne eine E-Mail, wenn ihr sagt, warum eigentlich nicht? Benutzt gerne auch so nette, freundliche Grußformeln wie Kuckuck oder Huhu. Das mag er gerne. Und ansonsten würde ich sagen, nutzt doch bitte die virtuelle Abendkasse. Wir haben die extra eingerichtet. Ihr findet den Link da unten. Da könnt ihr Eintrittskarten erstehen, wenn ihr sagt, Mensch, der Jens, 1000 Euro hier, bitteschön, gebt ihm, was ihr wollt. Geht alles 100% an den Künstler des heutigen Abends. Das ist Jens Heinrich Klaassen, jetzt hier auf der Bühne in der Zeche Karl. Viel Spaß! Dankeschön, Sandra. Und nochmal Hallo von jetzt von der Bühne. Ich bin jetzt den ganzen Weg hier runtergelaufen bis zur Bühne und bin jetzt schon nass geschwitzt. Aber ich freue mich sehr, dass ich heute Abend jetzt für Sie und für euch, ich sage einfach euch, oder? Das ist ja jetzt schon relativ intim. Ich sage euch, wenn wir uns mal treffen, sagt ihr bitte weiterhin Herr Klaassen und Sie, aber ich sage, nein, ihr sagt auch euch, wir sagen euch, das ist schön. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist sehr ungewohnt, vor einem leeren Haus aufzutreten, aber ich bin dankbar dafür, dass ich es machen darf, denn ich habe es gerade mit Sandra schon angesprochen, ich habe sonst niemanden. Ich bin wirklich sehr alleine und da soll es heute Abend auch primär darum gehen. Nicht nur, aber es wird schon viel darum gehen, dass ich unbedingt gerne eine Frau kennenlernen möchte. Diese Corona-Zeit ist natürlich auf der einen Seite doof für mich als Künstler und allgemein natürlich für die Menschen, hat aber auch Vorteile, gerade der Mundschutz. Ich war vor 2-3 Tagen war ich mal wieder einkaufen, natürlich mit Mundschutz, und ich war in so einem Geschäft in Münster, ich bin Münsteraner, in dem Geschäft kann man so Poster und Plakate kaufen. Ich habe so ein Poster gefunden von Brad Pitt, dem Schauspieler Brad Pitt, diesem unfassbar hübschen Schauspieler Brad Pitt. Und habe zur Verkäuferin gesagt, mit Mundschutz eben, schönen guten Tag, ich würde gerne dieses Poster von Brad Pitt kaufen. Und die Verkäuferin war so ein bisschen irritiert, hat gesagt, Entschuldigung, das ist kein Poster von Brad Pitt, das ist ein Spiegel. Ja, wegen des Mundschutzes. Ich sah einfach wunderschön aus, aber war natürlich Spaß. Ich habe das jetzt nur gesagt, um eben nicht so traurig zu sein. Denn ich hatte mir eigentlich diesen Stream und auch das Programm, ich komme schon klar, oder gestern das Best-of, ich hatte es mir anders vorgestellt. Wer mich kennt, weiß, dass ich durch mein Leben so ein bisschen ziehe und auch durch meine Bühnenprogramme, dass ich eben alleine bin, dass ich Single bin. Und darum sollte es endlich mal nicht mehr gehen. Ich wollte nicht mehr jammern, ich wollte endlich erzählen, dass ich eine Frau gefunden habe. Ich wollte erzählen von Urlaubsplanung, von gemeinsamen Einkäufen, von Familienplanung. Also eigentlich wollte ich heute Abend hier in Jack Wolfskin-Jacke vor euch stehen und erzählen. Und es sah zwischenzeitlich ganz gut aus, denn ich hatte eine Freundin. Jetzt könntet ihr zu Hause mal kurz machen, ja. Ich hatte eine Freundin, Siri. Nein, Quitschi-Quatschi, wirklich eine Frau aus Fleisch und Blut. Wir haben uns auf einer Ü30-Party kennengelernt, weil ich der Einzige war, der da noch über war. Und dann, während The Winner Takes It All lief, hat sie mich angesprochen, wir haben uns unterhalten, haben uns gut verstanden, uns nochmal getroffen, dann haben wir uns irgendwann geküsst und dann waren wir Partnerin und Partner. Wir haben uns Kosenamen gegeben, ich habe sie ganz romantisch Hasi genannt und sie hat mich noch romantischer Jens Heinrich genannt und dann sind wir zusammengezogen, es war alles toll und hat sie sich irgendwann wieder von mir getrennt. Hat mich geweckt morgens, hat gesagt, also morgens 14.30 Uhr, weil ich ja Künstler bin, hat gesagt, Jens Heinrich, ich trenne mich von dir, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Nein, das ist Quatsch, es liegt dann doch an dir und jetzt bin ich eben wieder alleine und muss eine Frau kennenlernen oder möchte eine Frau kennenlernen, einsameherzen@jensklaassen.de und das ist natürlich in meinem Alter gar nicht mehr so leicht. Ich bin 43 Jahre alt. Man sieht das nicht, ich habe mich unfassbar gut gehalten, aber ich bin 43 und das heißt natürlich, dass ich laut Statistik bereits mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir habe. Laut Statistik, ich habe natürlich vor, länger zu leben, aber laut Statistik sagt, nein, du bist schon über den Zenit hinaus. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das iPhone 26 S Max Pro nicht mehr erleben. Das macht mich sehr traurig. Und 43 heißt auch, dass ich mit ganz, ganz großen Schritten auf die Midlife-Crisis zusteuere. Sie ist noch nicht da, gefühlt bin ich eigentlich noch in der Pubertät, aber sie wird kommen und ich möchte mich darauf vorbereiten. Und davon handelt das erste Lied heute Abend, das ich singen möchte, und zwar mit Hilfe dieser Gitarre. Ich spiele ja eigentlich Klavier. Das wissen vielleicht einige. Ich spiele auch heute Abend Klavier, das Klavier steht dort, aber ich spiele jetzt auch Gitarre, denn ich glaube, dass Gitarre, so was mein Ziel angeht, Frauen kennenzulernen, dass Gitarre da zweckdienlicher ist. Denn, liebe Frauen, die ihr jetzt gerade diesen Stream schaut, seien wir ehrlich, Gitarre ist sexier als Klavier, oder? Könnt ihr kurz überlegen, die meisten finden das ja. Und deswegen möchte ich jetzt einmal kurz Gitarre spielen. Ich gehe mal einmal kurz rüber. Jetzt, ihr könnt mal einmal kurz ein bisschen pfeifen, ist das ein kurzer Weg. So, da bin ich auch schon wieder. Das ist sexier und deswegen möchte ich mit einem Gitarrenlied beginnen. Das, was ich heute Abend hier im Stream mache, ist alles
komplett oberhalb der Gürtellinie. Hat ein ganz, ganz hohes Niveau, das ich zum Teil selbst auch wirklich bis jetzt noch nicht verstanden habe. Aber es fängt etwas schlüpfrig an. Und zwar ist die erste Zeile dieses Liedes ist ein bisschen, na, könnte man sagen, muss das sein, aber es muss fürs Lied sein. Deswegen, ich singe die einmal kurz vor, dann können wir einmal kurz durchatmen, dann haben wir das gehört. Danach ganz, ganz hohes Niveau. Pass auf, aber ich spiele es euch einmal kurz vor, dann wisst ihr, worum es geht. Weil mein Penis sehr klein ist. Das ist versaut, oder? Ja, ist auch gelogen. Ein Riesengerät. einsameherzen@jensklaasen.de. So, aber jetzt hohes Niveau. Ein Lied über die Midlife-Crisis, also, oder wenn sie kommt, ich möchte mich darauf vorbereiten. Passt auch ganz gut so zu derzeitigen Klimadiskussion, wie ich mich auf die Midlife-Crisis vorbereite und mir vorstelle, wie sie sein könnte. Weil mein Penis sehr klein ist und auch nicht so schön, kaufe ich mir einen Porsche Cayenne. Mit dem drängle ich dann Fiat Panda Fahrer ab. Das tut gut, weil ich außerdem bald ne Glatze hab. 400 PS, vergessen ist der Stress. Mit röhrendem Motor fahr ich in die Stadt und mache noch schnell ein paar Radfahrer platt. Das ist in Münster immer der Bringer, die Zeile. Scheiß auf die Umwelt, mein Auto ist toll. Doch leider ist jetzt auch das Parkhaus recht voll. Ich fahre wie ein Stier, doch wo bitte park ich hier? Ich krieg ihn nicht rein. Die Lücke ist zu klein, ich zieh ihn wieder raus. Traurig sieht das aus, dann würg ich ihn ab. Verdammt, ich mache schlapp, jetzt ist er drin. Schief aber immerhin, oh, ich krieg ihn nicht rein. Wuhu! Die Lücke ist zu klein, ich zieh ihn wieder raus. Traurig sieht das aus, dann würg ich ihn ab. Verdammt, ich mache schlapp, jetzt ist er drin. Schief aber immerhin. Ich habe das Auto dann doch umgestellt. Behindertenparkplatz, was kostet die Welt? In hilfiger Hose und hilfiger Shirt gehe ich dann zu Gosch, so wie sich das gehört. Schlüssel auf den Tisch und dann einen teuren Fisch. Eine Frau sieht den Schlüssel und flirtet mich an. Sie mag Porsche, ob sie nicht mal mitfahren kann. Wir brausen durch Essen. Ich hab mich auf heute Abend vorbereitet. Essen und sie quietscht vor Glück. Dann fahr ich sie nach Haus, das bricht mir das Genick. Denn vor ihrem Haus sehen die Parklücken klein aus. Ich krieg ihn nicht rein. Die Lücke ist zu klein, ich zieh ihn wieder raus. Peinlich sieht das aus, dann würg ich ihn ab. Verdammt, ich mache schlapp, jetzt ist er drin. Schief aber immerhin. So, jetzt ein Experiment für euch zu Hause. Ihr guckt ja vielleicht gerade auf dem Smartphone, über den Fernseher und eine Set-Top-Box oder über euren Laptop. Und ihr könnt jetzt mitsingen. Erschreckt mal jemanden, der vielleicht nicht weiß, dass ihr gerade guckt. Die Frauen singen, nee, halt die Männer fangen an. Die Männer singen, ich krieg ihn nicht rein, ich zieh ihn wieder raus, dann würg ich ihn ab. Und die Frauen singen, schief aber immerhin. So laut, dass es ganz NRW, ach, die ganze Welt hört. Achtung, die Männer, ich krieg ihn nicht rein. Achtung, 1, 2, 3, ich krieg ihn nicht rein. Die Lücke ist zu klein, ich zieh ihn wieder raus, genau. Peinlich sieht das aus, dann würg ich ihn ab. Verdammt, ich mache schlapp, jetzt ist er drin. Die Frauen! Schief, aber immerhin. Sehr gut. Mir ist das peinlich, sie scheint's nicht zu stören. Wir liegen auf dem Sofa, um den Pur-Hit-Mix zu hören. Dann zieht sie sich aus und sagt frech zu mir, ich bin heiß, besorg's mir jetzt und hier. Und die Männer! Ja, ich krieg ihn nicht rein. Die machen das wirklich. Die Lücke ist zu klein, ich zieh ihn wieder raus, genau. Peinlich sieht das aus, dann würg ich ihn ab. Verdammt, ich mache schlapp, jetzt ist er drin. Die Frauen, schief, aber immerhin. Vielen lieben Dank. So, ich stelle mir einfach den Applaus im Kopf vor. Gehe, stell kurz die Gitarre weg, nicht erschrecken, bin gleich wieder da.
Ich muss jetzt kurz zum Klavier rüber. Ich stelle das hier mal so ein bisschen rüber. Und Achtung, jetzt, ich gehe mal jetzt so und wink dabei in die Kamera. Das ist super. Und jetzt bin ich am Klavier. Ich schwitze tierisch. Also A, ist es wirklich sehr, sehr warm und es sind viele Scheinwerfer an. Aber falls ihr euch Sorgen macht und denkt, sag mal, warum schwitzt denn der so stark? Ist der irgendwie, hat der Angst oder fühlt er sich unwohl? Überhaupt nicht. Ich fühle mich richtig wohl. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich heute Abend hier für euch auftreten darf. Aber ich bin Schwitzer. Entschuldigung, das darf man nicht mehr sagen. Schwitzer ist politisch nicht korrekt. Ich bin Mensch mit Transpirationshintergrund. Ich schwitze wirklich immer und überall. Mir hängen im Winter Eiszapfen von der Stirn. Wenn ich im Winter spazieren gehe, dann schwitze ich so stark, dass ich hinter mir streuen muss, damit niemand ausrutscht. Das Schöne ist, ich werde nie krank. Schwitzen entgiftet. Ja, ich muss Gift nachpumpen, damit mein Körper nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Ja. Deswegen esse ich so gern Mettbrötchen. Man sieht's nicht. Ja, ihr kennt das vielleicht von Schlangen. Aus Schlangengift wird ja Gegengift hergestellt. Die Schlangen müssen unseren Becher beißen. Dann wird das hier aufgefangen. Daraus wird Gegengift hergestellt. Das ist bei mir ähnlich. Ich muss alle 4 Wochen in so ein Labor in der Nähe von Münster. Da muss ich auf einen Holzklotz beißen. Das ist das Anfang, dass mir am Rücken der Schweiß runterläuft. Der wird aufgefangen. Und daraus wird 8x4 hergestellt. Ja. Schlimm, oder? Ekelhaft. Ihr werdet jetzt jeden Morgen an mich denken, wenn ihr euer Deo auftragt. Also falls ihr Deo auftragt. Das ist natürlich auch ein Grund, warum ich alleine bin. Das ist, dann ist natürlich Klavierspielen auch nicht so sexy. Ich finde tatsächlich, also ich spiele lieber Klavier als Gitarre, weil man auf dem Klavier halt auch wunderbar Liebeslieder spielen kann. Aber es ist natürlich nicht so sexy wie Gitarre. Und ich werde ganz oft gefragt, sag mal Jens Heinrich, du erzählst immer, du bist alleine, du bist Single. Stimmt das wirklich? Ja, das ist keine Geschichte, sondern ich bin wirklich sehr, sehr alleine. Und darunter leide ich. Das ist, also ich bin bei mir im Freundeskreis, die Menschen, die meine Mutter bezahlt, damit ich überhaupt Freunde habe. Ja, rent a friend, das war Englisch. Da bin ich wirklich der einzige Single. Ich werde immer wieder eingeladen, so Pärchenabenden, wo ich so das fünfte Rad am Wagen bin. Und ganz besonders gern werde ich eingeladen zu Spieleabenden. Sind euch Spieleabende ein Begriff? Ich denke schon, oder? Ja, wer es nicht weiß, man trifft sich, unterhält sich, dann spielt man Spiele. Gerne ein Spiel, das heißt Tabu. Kennt ihr das? Wahrscheinlich schon. Wer es nicht kennt, ich erkläre es kurz. Ich kann es ja jetzt nicht abschätzen, wie viele das von euch wissen. Man bekommt so eine Karte, da steht der Begriff drauf, den man erklären muss. Darunter stehen 5 Begriffe, die man beim Erklären nicht gebrauchen darf. Wer auf Zeit beim Tabu die meisten Begriffe errät, bekommt beim Tabu die meisten Punkte. Deswegen heißt das nächste Lied auch treffenderweise, Spieleabend. So. Das ist ein Walzer, 3/4-Takt. Das heißt, wenn ihr möchtet und zu Hause vielleicht auf der Couch sitzt, vielleicht sogar zu zweit, dann könnt ihr euch jetzt einhaken und dazu schunkeln. Ich kann es nicht kontrollieren, sonst gucke ich immer, ob auch alle im Zuschauerraum schunkeln. Kann ich jetzt nicht gucken, aber ich vertraue mal einfach darauf, dass ihr es macht. Es reicht auch, wenn ihr im Refrain schunkelt, sonst wird es vielleicht zu anstrengend, das Lied dauert 5 Minuten. Aber jetzt erstmal so ein bisschen sich eingrooven und ich singe über Spieleabende. Das Leben als Single ist an sich schon recht hart. Noch härter wird es, wenn man Freunde hat, die wie meine mit Partner durchs Leben gehen und die Sorgen von Singles so gar nicht verstehen. Vor kurzem zum Beispiel rief mich Uwe an und fragte, ob ich Samstagabend kann. Ich könne auch ruhig meine Freundin mitbringen. Uwe, ich hab keine Freundin. Ach, du hast keine Freundin? Nein. Na, dann komm halt allein. Und jetzt schunkeln, Achtung. Jens, wir machen einen Spieleabend. Komm vorbei, das wird nett. Dann trinken wir ein Gläschen Wein und gehen erst nach Mitternacht ins Bett. Hurra! Ein Spieleabend, wir freuen uns auf dich. Bring doch deine Freundin mit. Mann, ich hab keine Freundin. Ach, du hast keine Freundin? Nein. Na, dann komm halt allein. Aufhören zu schunkeln. Die nächste Strophe habe ich, weil wir heute im Ruhrgebiet sind, extra dafür umgeschrieben. Jetzt kommt hochaktuelle Comedy extra für euch. Pass auf. Bei Spieleabenden stehe ich da, wie Schalke derzeit in der Bundesliga. Super, oder? Ja. Und nicht böse sein. A, ich habe von Fußball keine Ahnung. B, mein Vater, Gott hab ihn selig, war ganz, ganz großer Schalke-Fan. Ich ging trotzdem hin mit so'm Gefühl im Bauch, dass es schlimm werden würde. Und das wurde es auch. Niemand hatte mich vorgewarnt, dass ich der einzige Single bin an dem Abend. 2 Pärchen, ein Spiel, ein Raclette-Grill und ich wollte fliehen, doch man fragte mich, Mensch, Jens Heinrich,
Wo ist deine Freundin? Mann, ich hab keine Freundin. Ach, du bist verheiratet. Nein! Egal, komm trotzdem rein. Nächste Runde, Achtung! Jens, wir machen einen Spieleabend. Mal dem Alltag entfliehen. Mal ganz was Verrücktes tun, bevor wir demnächst Kinder erziehen. Hurra, ein Spielabend. Toll, du hast Kekse mitgebracht. Ja, hab ich. In der Küche stehen Hackfleischbällchen und Nudelsalat. Und aufhören. Wir spielten zunächst ein paar Runden Tabu. Das heißt, die Pärchen spielten und ich schaute zu. Oh, ihr lieben Menschen da draußen. Man kann als Single beim Tabu-Spielen gegen Pärchen nicht gewinnen, weil die Pärchen nicht erklären. Ein Beispiel. Gesucht wird ein bekannter und durchaus beliebter Urlaubsort, eine Insel in Norddeutschland. Sie zu ihm. Schatz, das Muttermal auf meiner linken Pobacke sieht aus wie er Sylt, sie richtig, Punkt. Entschuldigung, da kann ich doch als Single nicht mitraten. Und das prangere ich heute Abend hier in der Zeche Karl wirklich öffentlich an. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen gehen lassen. Und dann um 21:45 kam die ultimative Form der Demütigung. Es klingelte an der Tür und draußen stand Sabrina. Keiner hat Sabrina gefragt, wo ihr Freund sei, weil alle wussten, Sabrina ist Single. Die wollten Sabrina und mich verkuppeln. Mensch, Sabrina fängt mit S an und Jens hört mit S auf. Ihr passt doch toll zusammen. Und dann wurde Sabrina irgendwann zu bunt und sie sagte, Leute, Entschuldigung, aber ich stehe ja auf Frauen. Naja, aber der Jens doch auch. Ihr passt doch toll zusammen. Boah. Aber dann kam ich zum Zug. Als alle mit Hackfleischbällchen und Nudelsalat fertig waren, hatten sie Hunger auf meine Kekse. Was ich ihnen vorher nicht gesagt hatte, war, diese Kekse waren Haschkekse. Entschuldigung, damit jetzt bloß kein falscher Eindruck entsteht. Natürlich hat Haschisch mit mir persönlich wirklich überhaupt nichts zu tun. Nein, wirklich nicht. Nein, dann wär's Koks. Zunächst lachten alle völlig debil, bis Uwe auffiel, wie gut ihm Katja gefiel. Das sagte er ihr und er küsste Katja lang. Doch leider hat er sich damit vertan, denn Katja ist nicht Uwes Freundin, oh nein. Eigentlich sollte sie bei Stefan sein, doch der knöpfte gerade an Claudias Kleid und das wiederum war dann Uwe bald leid. 2 Wochen später rief mich Uwe an, er sagte mir, er sei jetzt Single. Und dann, dass er mich jetzt besser verstehen kann und was ich denn so für das Wochenende plan. Uwe, ich mach nen Spieleabend. Komm vorbei, das wird toll. Dann spielen wir erst Tabu und hauen uns mit Hackfleischbällchen voll. Uwe, zu meinem Spieleabend, bring doch deine Freundin mit. Jens, ich hab keine Freundin mehr. Ach, du hast keine Freundin mehr, nein. Na, dann lad ich Sabrina ein. Vielen lieben Dank. So, also, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich muss mich kurz abtrocknen. Über Spieleabende. Ich gehe wieder rüber zu dem anderen Mikrofon, kurz nicht erschrecken. Denn ich möchte noch ein Lied auf der Gitarre spielen, weil es ja wirklich, glaube ich, sexier ist. Und weil ich finde, also ich habe mich erstmal sehr gefreut, als die Zeche kam, ich fragte, ob ich das machen möchte, diesen Stream, denn es ist in der heutigen Zeit einfach überhaupt auftreten zu dürfen, ist ganz, ganz toll. Ich habe mich riesig auf heute Abend gefreut und bin sehr glücklich, dass ich das machen darf. Ich sage da auch gleich noch mehr zu. Und ich finde, also natürlich sollt ihr lachen und euch den Stream anschauen und Freude haben, das ist ja jetzt gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, aber ich habe ja als Künstler auch eine Art Bildungsauftrag. Ich möchte immer, dass mein Publikum, wenn es mir zuschaut, so ein ganz, ganz kleines bisschen klüger wird. Das, schätze ich mal, ist bei euch sehr schwer. Ihr macht selbst über den Stream hinaus einen sehr klugen Eindruck. Ja. Aber ich möchte es versuchen. Ich bin heute mit dem Auto hierhin gefahren. Ich komme aus Münster, ich bin über die 43 gefahren, dann 42 und dann war ich auch schon in Altenessen. Und
Das, all das, was ich auf der Fahrt erlebt habe, spiegelt sich gleich in dem Lied wieder, das, weil es immer so ist, wenn man Auto fährt. Es geht also um die Straßenverkehrsordnung. Und wenn man ein Lied singt über die Straßenverkehrsordnung, dann muss es Country sein. Das ist doch so ein bisschen Road-Movie-Style, könnte man sagen. Jetzt ist es das Problem, dass ich, also meine Gitarrenfähigkeiten sind eingeschränkt. Ich kann Country nicht spielen. Aber ich werde jetzt einfach gleich ganz, ganz tief singen. Das hat A den Vorteil, es klingt nach Country, und B ist es unfassbar sexy, wenn ich tief singe. Also mein Lied über die Straßenverkehrsordnung, ihr lernt was und könnt dann vielleicht, falls ihr heute noch Auto fahrt oder morgen oder so, könnt das direkt anwenden. Country, also nicht Country, sondern tief gesungen. Und wahrscheinlich ist danach auch eine Frau an mir interessiert, denn die Stimme, die jetzt kommt, ist wirklich toll. Einsame Herzen, @jensklaasen.de. Iha. Super, oder? Ja. Mit 90 auf der Autobahn, selten war ein Date so lahm, immerhin strahlt sie mich fröhlich an. Das ist ganz schön, nur wünschte ich, sie sähe die Straße und nicht mich, damit sie dann vielleicht begreifen kann. Dass sie in der Mitte fährt, obwohl sie ja nach rechts gehört, weil das in Paragraph 2 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung steht. Das war jetzt das Lernen heute Abend. Doch sie fährt stur auf der Mittelspur, ich hol tief Luft und denk mir nur, dass das falsch ist und einfach nicht geht. Jetzt fahr nach rechts! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Fahr nach rechts! Und sie überholt gerade einen Schwertransport. Fahr nach rechts! Auch wenn du die Linken wärst. Rechts. Fahr nach rechts. Iha. Ein ruhiger Hinweis hat gewirkt. Sie hat's dann schließlich doch kapiert und fährt nun ganz brav auf der rechten Spur. Nur wird jetzt der Verkehr recht dicht, ein Stau in Sicht, ich fass es nicht, denn was nun folgt, das gleich deiner Tortur. Denn was regelt Paragraph 11 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung? Nicht googeln, aber ja, denkt mal drüber. Also, es ist ja, ihr könnt es euch ja schließen. Jetzt, wir fahren also auf einen Stau zu. Was müsst ihr dann machen? Genau, Rettungsgasse. Paragraph 11 Absatz 2, Rettungsgasse. Da kann man sich ganz gut merken. 11 Absatz 2, 112 ist die Rettungsgasse. Jetzt fährt sie ja schon, haben wir in der ersten Strophe gelernt, auf der rechten Spur. Wenn sie jetzt also eine Gasse bilden möchte, wo muss ich denn jetzt hinfahren? Wohin? Ja? Genau! Nach rechts! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Fahr nach rechts! Ich höre schon tatütata. Fahr nach rechts! Wir sind hier nicht in England. Rechts, fahr nach rechts. Iha. La 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 la. Es kann ja sein, dass ihr gerade auf der Couch sitzt, ich habe es schon überlegt, mutmaßt, und dass euer Partner, eure Partnerin vielleicht neben euch sitzt. Und es kann ja auch sein, dass ihr denkt, Mensch, meine Partnerin, mein Partner könnte auch mal häufiger nach rechts fahren. Ihr habt jetzt die Chance, einfach so, dass sich eure Nachbarn auch erschrecken, eure Partnerin, euren Partner nach Herzenslust mit Fahr nach rechts anzuschreien. Achtung, los geht's. Fahr nach rechts! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Fahr nach rechts! Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Fahr nach rechts! Da, wo der Daumen links ist, rechts. Fahr nach rechts. Die letzte Strophe, ohne Refrain am Schluss, handelt von Paragraph 7 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung. Paragraph 7 Absatz 4. Falls es jemand weiß, dann einfach laut rausschreien und so ein bisschen klugscheißen. Jetzt wird's ganz spannend. Ist auch was, was nie klappt und auch vorhin auf der Autobahn nicht geklappt hat. Der Stau vorbei, die Bahn ist frei. Da höre ich plötzlich ihren Schrei. Dabei wollte ich mich doch jetzt mit ihr paaren. Nur klappt das heute leider nicht, weil sie sich vor Stress fast erbricht. Denn in 800 Metern beginnt ein Reißverschlussverfahren. Paragraph 7 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung. Jeha. Dankeschön.
ich gehe wieder rüber. Ich stelle das mal ganz an die Seite, denn das war es heute mit Gitarre. Achtung. Und gehe wieder an mein schönes Instrument, das Klavier. So, wir kurz noch kapitulieren. Also Paragraph 2 Absatz 2 Rechtsfahrgebot, 11 Absatz 2 Rettungsgasse. Kann man sich merken, 112 Rettungsgasse und Paragraph 7 Absatz 4 das Reißverschlussverfahren. Ich habe ja gerade gesagt, um mal von diesem Single-Thema auch wegzukommen, wie dankbar ich dafür bin, dass ich heute Abend hier in der Zeche Karl sein darf. Sowieso eine Bühne, die ich unglaublich gerne mag. Ich bin hier schon häufig aufgetreten, sowohl mit Nightwash, mit Moses W. und auch Solo. Und ich wäre auch in der Zeit, in der alle Auftritte abgesagt worden sind, hier auch zweimal aufgetreten. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich heute Abend hier sein darf und auch dankbar, dass ihr mir zuschaut. Denn das ist so ein bisschen Normalität. Natürlich ist es nicht normal, ohne Zuschauer aufzutreten, aber es ist ja schon überhaupt mal schön, wieder auf einer Bühne stehen zu dürfen. Ich möchte gar nicht jammern. Ich bin trotzdem weiterhin sehr froh, dass ich Künstler bin. Ich mag meinen Beruf unglaublich gerne und ich finde es auch ein großes Privileg, das machen zu dürfen. Aber natürlich ist es jetzt gerade nicht so leicht. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und ich habe ein Lied geschrieben, schon vor langer, langer Zeit, das ich jetzt wieder ins Programm genommen habe, weil es so gut zur derzeitigen Situation passt. Ihr merkt schon an der Art und Weise, wie ich spiele, jetzt wird es einmal kurz ein bisschen ruhiger, jetzt kommt eine Ballade, aber eine, die mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich bin jetzt beruflich seit 2005 Künstler. Natürlich am Anfang noch nicht so, dass ich davon leben konnte. Ich habe Nebenjobs gemacht, ganz viele, dass ich wirklich nichts anderes mehr mache. Das ist seit 2011, seitdem verdiene ich mit der Kunst mein Geld. In der Regel, gerade ist es nicht so leicht, aber generell ja. Und das ist wirklich mein Traumberuf. Ich wollte immer auf der Bühne stehen und sitzen und Menschen unterhalten. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass der Weg dahin auch nicht so leicht war. Das, zu sagen, Mensch, ich gebe meinen normalen Beruf auf und werde jetzt Freiberufler. Ich habe das nie bereut. Selbst jetzt gerade in der Zeit überhaupt nicht. Ich bin unglaublich dankbar für meinen Beruf. Aber natürlich gab es damals viele Dinge, über die man nachdenken musste. Geht das, dass man so ins kalte Wasser springt? Und wenn ihr das Lied gleich hört, werdet ihr das merken, passt auch jetzt ganz gut zur jetzigen Zeit für die Menschen, die jetzt gerade selbstständig sind, Freiberufler und in großer Unsicherheit leben. Ein ruhiges Lied, aber tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingslieder. Deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich heute Abend oder möchte ich unbedingt auch spielen. Das Lied heißt Ich will Künstler sein. Ich widme es allen Kolleginnen und Kollegen, sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne, den wunderbaren Technikern, den Veranstaltern, denn ihr werdet verstehen, was ich meine. Ich will Künstler sein. Eine große Leere füllt mich aus. Ein Typ wie ich, der muss in die Welt hinaus. Hinterm Schreibtisch hervor, auf die Bühnen der Stadt. Ich muss das tun, ich hab mein Leben ja so satt. Ich will Künstler sein, doch nur mit Bausparvertrag. 30 Jahresurlaubstage, weil ich meine Freizeit mag. Ich will Künstler sein, aber mit Kündigungsschutz und 13. Gehalt, Ende November gezahlt. Kunst, ich weiß, das ist mein Ding. Ich bin witzig, wenn ich meine Lieder sing. Beim Betriebsausflug bin ich der große Held. Warum nicht auch woanders, wenn's den Kollegen schon gefällt? Ich will Künstler sein, aber mit festem Monatslohn. Feierabend um 3:30, dann in der Kneipe ein alkoholfreies Bier. Ich will Künstler sein, doch nur mit Manteltarif, Vertrag und freitags eher Schluss,
weil ich dann zum Fußball muss. Ich will hier raus, ich kann nicht mehr. Als Künstler hat man's garantiert nicht halb so schwer. Ab und zu mal auf die Bühne, hier und da ein Interview. Doch was, wenn's doch viel Arbeit ist, wenn man Texte schreiben muss, wenn es Misserfolge gibt, wenn die Masse mich nicht liebt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Doch, ich hab's. Ich will Rentner sein, dann fängt das Leben richtig an. Dann hätte alles einen Sinn, weil ich endlich frei bin. Ich will Rentner sein oder Lotto-Millionär. Nie mehr zur Arbeit gehen, Kinder, ist das Leben schön. Ich will Rentner sein, hey, dann macht das Leben Spaß. Dann hätte ich ein Wohnmobil und könnte machen, was ich will. Ich will Rentner sein und Kunst, die mach ich nebenbei. Auf dem Campingplatz oder im Wartezimmer oder auf dem Ausflugsdampfer. Dann könnte ich endlich Künstler sein. Dann könnte ich endlich Künstler sein. Dankeschön. So, das war mir ein Anliegen, das zu singen. Danke, dass ihr auch die ruhigen Töne mitgemacht habt. Wobei, weiß ich nicht, vielleicht haben ja jetzt auch alle abgeschaltet. Aber ich glaube es einfach nicht. So, trotzdem möchte ich noch einmal zurückkommen zum Thema Single-Dasein. Denn letztlich, also der Stream ist toll. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Aber natürlich möchte ich es auch nutzen, um endlich eine Frau kennenzulernen. Wie gesagt, einsame Herzen, jensklaassen.de. Das ist alles gar nicht so einfach. Ich habe einen tollen Beruf, aber in der Regel bin ich halt viel weg. Ich fahre viel durch Deutschland, ich arbeite auf Kreuzfahrtschiffen. Das heißt, ich bin so die Hälfte des Jahres bin ich einfach nicht zu Hause, wenn ich auftreten darf. Jetzt natürlich gerade bin ich viel zu Hause, sonst bin ich einfach viel unterwegs. Und das heißt, es ist überhaupt schwer, Frauen kennenzulernen. Was bleibt also so für mich, gerade jetzt in der heutigen neuen Zeit, was bleibt so als einzige Möglichkeit, um eine Frau kennenzulernen? Relativ einfach, Singlebörsen. Genau, da gibt es ja online ganz viele. Ich bin da angemeldet bei allen. Das stimmt nicht ganz, das war gelogen. Ich bin nicht bei Elite-Partner. Die haben mich nicht genommen, aus welchem Grund auch immer. Sonst bin ich überall angemeldet. Ich habe das Pseudonym Prima Tulpe, falls ihr mich sucht, so heiße ich da. Ganz sexy. Und es ist ganz, ganz schwer, egal ob für Männer oder ob für Frauen, über diese Single-Börsen jemanden kennenzulernen. Denn ungefähr, sagen wir mal, 80% der Sachen, die man da ausfüllen muss, diese Profile, die sind identisch. Man muss immer so ein Lebensmotto aufschreiben und fast alle schreiben das gleiche Lebensmotto. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Ich träume so einen Scheiß, ich will das bitte nicht auch noch leben müssen. Ganz bestimmt nicht. Dann muss man Eigenschaften aufschreiben und fast alle schreiben die gleichen Eigenschaften. Lieb, oh. Treu, abenteuerlustig, intelligent. Intelligent, meistens falsch geschrieben, wenn man es nicht ankreuzen konnte. Und deswegen werde ich wahrscheinlich mein Leben lang Single bleiben. Deswegen war es so schön, heute mal unter Menschen zu sein, also sowohl virtuell als natürlich auch die wunderbaren Menschen, die das hier möglich gemacht haben. Und da wir jetzt gleich zum letzten Lied kommen, möchte ich mich kurz einmal bei all den Menschen bedanken, die das hier organisieren und durchführen, den Ton machen, das Bild machen, das Licht machen. Ich habe versucht, die Namen alle zu lernen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht... Aber ich versuche mal. Also ich fange mal an mit den Damen. Das wären Marina, Sabrina, Sandra und Fine. Ganz, ganz vielen lieben Dank für eure wunderbare Arbeit und für eure Gastfreundschaft.
Die Herren, das sind Pavel, Stefan, Adrian und Tobi. Ganz, ganz vielen Dank auch an euch. Es ist, ihr habt mich hier so herzlich willkommen geheißen. Es ist sowieso, bin ich ja wirklich großer Fan der Zeche Karl. Ganz, ganz vielen lieben Dank, sowohl für eure Freundlichkeit als auch für eure großartige Arbeit. Und an euch draußen da zu Hause, wenn man dann wieder raus darf und wenn man wieder ins Theater gehen darf, vielleicht ist auch im Sommer natürlich Open Air, geht in die Theater. Das ist wirklich, die freuen sich gerade sehr, wenn ihr kommt. Wir haben uns immer gefreut, wenn ihr kommt, aber jetzt gerade, glaube ich, ist die Freude noch größer. Und wir Künstler versprechen euch, dass wir alles geben werden. Und ich bin mir ganz sicher und merke das auch überall, egal mit wem ich spreche, von den Veranstaltern, auch die freuen sich so darauf, dass man so ein bisschen wieder machen darf. Und das Engagement, das man gerade merkt und feststellt, das ist so toll und zeigt mir, dass ich den richtigen Beruf habe. Ganz tolle Menschen. Deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die ganze Zeche Karl. Ihr seid toll. So, ich bin jetzt gleich fertig, singe jetzt gleich noch ein Lied, dann muss ich runter von der Bühne, dann ist dieser Stream beendet. Also, die Sandra sagt noch was, aber dann ist der Stream beendet. Und seht ihr, dass ich jetzt gleich weg bin, ist ja für euch gar nicht schlimm. Ihr habt hoffentlich mit mir hier einen schönen Abend gehabt, eine schöne Dreiviertelstunde. Sitzt, wie gesagt, vielleicht mit Partner oder Partnerin auf der Couch oder liegt schon im Bett oder so. Freue ich mich sehr für euch. Ja, trinkt gleich vielleicht noch was. Und dann geht ihr irgendwann gemeinsam schlafen, um dann morgen früh gemeinsam wieder aufzuwachen. So Gott will. Ja, er will ja. Denkt an Ostern. Wieder Auferstehung, genau. Naja, und ich. Ich werde gleich vom Sonnenscheinbus wieder abgeholt. Dann werde ich nach Hause gefahren, nach Münster, zu meiner Mutter. Liebe Grüße, Mami. Trinke ich vielleicht noch ein Kinderbier. Mal noch ein bisschen in meinem Malbuch. Puzzle noch ein bisschen. Wisst ihr, was ich gerade puzzle? Gelb. Ja. Und dann gehe ich schlafen. Seht ihr? Deswegen war das für mich heute Abend so unglaublich wichtig, dass ich diesen Stream machen durfte. Glaubt mir, das ist in Tabletten nicht aufzuwiegen. Vielen lieben Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Denkt daran, wenn ihr auch Single sein solltet und einsam, schreibt mir an einsameherzen@jensklaassen.de. Und falls ihr jetzt noch nicht ganz sicher seid, na, sollen wir dem schreiben? Ich habe mich ja jetzt bisher relativ klein gemacht. Ich habe viel erzählt von dem, was ich nicht kann. Und dass ich alleine bin, das ist natürlich nicht sexy. Wenn man Frauen sagt, oh, ich bin so alleine, so verzweifelt, dann denken die ja nicht, ja, wir retten den, sondern in der Regel wirkt es nicht sexy. Übrigens ganz kurz, falls jemand Interesse hat, auch Männer, ist mir wirklich völlig egal. Ich bin da überhaupt nicht festgelegt, einfach nur, ich möchte nicht mehr alleine sein. Und deswegen möchte ich jetzt aber am Schluss etwas machen, das ich kann. Einfach um so zu zeigen, ja, ich bin auch in der Lage, was zu leisten. Und vielleicht denkt ihr, Mensch, und deswegen nehmen wir ihn jetzt. Ich singe jetzt ein Lied über die Zahl Pi, die Kreiszahl Pi. Kennt ihr vielleicht? 3,1415 mit unendlich vielen Nachkommastellen, von denen ich nun gleich einige auswendig singen werde. Jetzt werdet ihr sagen können, naja, du bist hier auf der Bühne, vor dir sind Kameras. Es kann ja sein, dass jetzt da hinten jemand die Zahlen hingeklebt hat oder so. Du kannst die ablesen. Da müsst ihr mir jetzt vertrauen. Also wenn ich vor Publikum auftrete, dann beweise ich das immer, dass hier nichts klebt oder dass da hinten nichts hängt. Das kann ich jetzt nicht beweisen. Ich würde euch einfach bitten, mir da zu vertrauen. Ich gebe euch mein Ehrenwort, dass ich mir hier keine Merkhilfen aufgeklebt habe. Ich singe das wirklich komplett auswendig. Klappt auch nicht immer. Und ich habe es jetzt ein paar Wochen nicht gesungen. Ich habe es zwar in einem Auto geübt, aber mal gucken, ob es klappt. Erlaubt mir, bevor ich das Lied singe, noch ganz kurz Werbung zu machen. Ich habe unter anderem, also ich habe ja gerade schon Sandra erzählt, dass ich die Zeit genutzt habe, um Programmieren zu lernen oder HTML, also Skriptsprache und so, um das zu lernen. Ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe dieses Pi-Lied als Disco-Dance-Elektro-Version produziert, die man jetzt kaufen kann auf den gängigen Plattformen. Also man kann es auch streamen. Natürlich würde es mir einen großen Gefallen tun. Das kostet, glaube ich, 1,29 € oder so. Also falls ihr die überhaupt kauft es einfach, damit ich in die Charts komme und halt ein bisschen Geld verdiene in der Zeit, in der ich auch eigentlich kein Geld verdienen kann. Deswegen habe ich es unter anderem gemacht und das ist, glaube ich, wirklich ganz schön geworden. Falls euch das gefällt, sucht einfach danach. Es heißt das Pi-Lied und ich singe das jetzt für euch. Nochmal vielen lieben Dank an die Zeche Karl und vielen lieben Dank an euch. Ich werde gleich ganz, ganz beschwingt nach Hause fahren, denn es ist so toll, einfach mal wieder auf der Bühne sein zu dürfen. Ich bin ein glücklicher Mann, bis auf das Single-Sein. Aber vielleicht wird es ja jetzt dieses Lied ändern. Pass auf. Ich hatte mal ein Date mit einer Studentin der Mathematik. Guck mal, schon verspielt. Ich mach's nochmal. Ich hatte mal ein Date mit einer Studentin der Mathematik.
Auf dem Weg zu ihr überlegte ich, wie ich sie am besten rumkrieg. Nun stand ich vor ihrer Haustür und mein Herz klopfte wie wild. Denn um reinzukommen, hatte sie mir eine Aufgabe gestellt. Jens Heinrich, willst du hier rein? Und willst du mein sein? So spricht die Zahl Pi in den Türöffner hinein. Ja gut, 3,1415. Sie lachte kurz und sagte, das könne ja jetzt wohl nicht mein Ernst sein. Wolle ich mich heute zu ihr gesellen? Bräuchte sie dafür Pi mit 38 Nachkommastellen? So. Ihr könnt jetzt mal kurz einfach Pi googeln oder so, damit ihr euch die Zahlen angucken könnt. Und dann einfach offen lassen. Genau. Googelt das mal kurz. Ich warte so lange auf euch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3,14159265359793238468329 War richtig? Ja, oder? Ja. Sie ließ mich rein. Wow. Es lief ganz gut, das erste Date war ein paar Wochen her. Da entstand in mir der Wunsch nach Geschlechtsver... Entschuldigung, ist nicht was. Das singt man nicht. Ich sagte ihr ganz offen durch, Archimedes wollte mal. Da sah sie mich verwundert an und begann schon wieder rumzuzicken. Jens Heinrich, willst du hier rein? Und willst du mein sein? So sprich, ja, weiß ich doch. Ich fing gerade an, da unterbrach sie mich barsch. Wolle ich sie heute noch nackt sehen, wird es nicht unter 78 Nachkommastellen gehen. Habt ihr die Seite noch offen? Ja? Googelt einfach. Jetzt kürzer. 5, 4, 3, 2, 1. 3,14159265359793238468419719159258419715102309754549208164064862208. Ja, es war richtig. Wir haben's die ganze Nacht gemacht. Finale. Die Zeit verging und leider ließ meine Liebe irgendwann nach. So kam es, dass ich bei ihr saß und ruhig und langsam sprach, dass ich Asymptoten nur noch erst in der Unendlichkeit berühren und unsere Wege leider ab heute auf verschiedenen Pfaden führen. Sie schluchzte laut und sagte, das könne ja jetzt wohl nicht mein Ernst sein, wollte ich wirklich diese Entscheidung fällen. Bräuchte sie dafür Pi mit 115 Nachkommastellen. Das klappt nicht jeden Abend. Mal gucken, ob's heute Abend hier in der Zeche Karl in Essen, Alten Essen klappt. Ihr googelt oder habt's noch offen? Ich singe das. Ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt auf dem Sofa ausrasten oder mitklatschen. Jetzt kommt das große Finale. 3, 2, 1. 3,14159265359793 2,3,8,4,6,2,6,4,3,3,3,2,7 9,5,0,2,8,8 4,1,9 7,1,6,9,3,9,9,3,7,5,1,0,5,8,2,0,9,7,4,9,4,4,5,9,2,3,0,7,8,1 6,4,0,6,2,8,0,3,4,8,2,5,3,4,2,1,1,7,0,6,7,9,8,2,1,4,8,0,8,6,5,1,3,2,8,2,3. Ja, es war richtig und ich war frei. Und zum Schluss alle 3,14159265359. Vielen lieben Dank. Macht es gut, ihr Lieben. Ich hatte sehr viel Spaß. Euch noch einen schönen Mittwochabend und bis vielleicht zum nächsten Mal live in einem Theater. Euer Jens Heinrich Klaassen. Tschüss! Vielen Dank.
Jens Heinrich Klaassen hier in der Zeche Karl in Essen. Bevor ihr jetzt aber Gelegenheit habt, die Zahl Pi auswendig zu lernen oder anzufangen auswendig zu lernen, das ist ein großes Vorhaben, bitte, bitte nutzt noch einmal die virtuelle Abendkasse. Hier unten runter findet ihr den Link. Ihr könnt leider nicht selber hier sein, aber ihr könnt Tickets lösen und der Gewinn geht zu 100% an den Künstler des heutigen Abends, an den wunderbaren Jens Heinrich Klaassen. Vielen Dank, dass du uns so einen tollen Abend bereitet hast. Ich wünsche euch auch noch eine schöne Zeit. Gute Nacht. Wir sehen uns wieder hier in der Zeche Karl und tschüss. Ciao.